Auf geht's. Sehr. Jawohl, auf geht's. Ha! Auf geht's. Geht schon, komm. Geht schon. Ha! Come on! Yes! Auf geht's, Matthias, geht schon. Mr. Bad Guy, eine Kante so glatt und abweisend, dass dem aufstrebenden Kletterführerautor Hans Brunner gewettet wurde, er könne sie nicht klettern. 1986, als der 10. Grad das Limit im Klettersport war und die schwersten Touren durch senkrechte, löchrige Wände verliefen, verlangt diese Kante ein ganz anderes Arsenal an Klettertechnik. Helux und Compression. Was heute jedem Hallenkletterer geläufig ist, war damals Neuland. Die Einzelzüge dürften den meisten Aspiranten recht leicht von der Hand gehen, sobald man die komplexen Sequenzen entschlüsselt hat. Aber im Durchstieg muss alles perfekt laufen, um die Tour zu klettern. Jede kleine Tritt- und rutschige Hook muss halten, während man die ganze Zeit unter Spannung steht. Typisch für die Zeit der Erstbegehung ist der weite Runout zum Umlenker. Wenn man ihn nicht wie Matthias weit verlängert, kann es da nochmal ganz schön knapp werden. Gas! Auf geht's! Komm mal, Matthias! Matthias! Gib ihm! Hier! Gib ihm, komm! Matthias, das ist unser etwas kamerascheue Aspirant heute. Er hat die Tour schon ein paar Mal probiert und ist bereits am letzten schweren Zug gefallen. An diesem Wochenende perfekte Verhältnisse möchte er sie klettern. Ob es ihm gelingen wird und ob der letzte schwere Zug wirklich der letzte schwere Zug ist, findet es heraus. Viel Spaß beim Video. Nach dem brüchigen Radlgelände zu Beginn der Tour folgt eine Querung auf winzigen Tritten, welche zur eigentlichen Kante führt. Dort werden die Daumenschrauben nach oben immer weiter angezogen. Mit links greift man meist kleine Seitleisten in der Wand und mit rechts die stumpfe Kante. Der zweite Haken lässt sich elegant von einem Hub klippen, bevor man an einer passablen Leiste nochmal aufchalken kann. Mit rechts-links Gepatsche gewinnt man weiter an Höhe und mit Hilfe eines präzisen linken Toehooks geht's dann wieder enger an die Kante. Und aufgehockt auf einem guten Tritt, aber schlechten Griff, lässt sich der letzte Zwischenhaken klippen, bevor es in die Krux geht. Auf abartig schlechten Tritten und nur mit der abschüssigen Kante in der rechten Hand muss man nun an einen Fingerloch weit in der linken Hand treffen. Ein unbarmherziger Zug. Danach werden die Leisten geht zwar besser, aber die Tritte bleiben noch eine ganze Weile schlecht. Auf geht's, geht schon. Geht schon. Oh no! Schade. Jawohl, auf geht's. Ha! Auf geht's. Geht schon, komm. Ah! Geht schon. Auf geht's. Geht schon. Jawohl, auf geht's. Gut. Geht schon, geht schon. Bleib dran. Auf geht's. Ah! Auf geht's, komm. Geht schon. Ah! Geht schon. Yes! Auf! Komm! Geht! Auf! Ah! Auf! Jawohl! Geht! Ah! Auf geht's! Komm, auf geht's! Auf geht's! Jawohl! Auf geht's, Matthias! Auf ihm im Fuß! Geht schon! Komm! Auf geht's! Auf geht's! Gib ihm! Jopti, komm! Gib ihm! Auf geht's! Ich kann nicht! Gib Gas! Mach zu! Jopti, Matthias! Gib ihm! Matthias! Gib ihm! Komm! Komm! Yes! Super! Geht schon! Jawohl! Au! Super! No! Ali! Geht schon! Komm! Yes! Geil! Auf geht's! Yes. Auf geht's, Matthias, geht schon. Come on.
Starke Leistung, Matthias, dass du es am Ende doch noch durchgezogen hast. Und danke euch, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und schreibt uns gerne eure Meinung oder was euch in Zukunft interessieren würde in die Kommentare. Bis dann, zum nächsten Mal auf EuroClimbs. Ciao.